Kamala Harris hat das Vormachtstreben Chinas im südchinesischen Meer mit scharfen Worten kritisiert. China nötigt, schüchtert ein und nimmt den Großteil des südchinesischen Meeres in Anspruch, sagte die US-Vizepräsidentin in einer Rede in Singapur. Beim G7-Treffen zu Afghanistan geht es in erster Linie darum, ob die Evakuierungen auch nach dem 31. August fortgesetzt werden können. Das hängt aber vor allem von den USA ab und die würden lieber noch schneller abziehen. Ursprünglich sollten die Paralympics vom 25. August bis 6. September 2020 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie um ein Jahr verschoben. Sie beginnen nun am 24. August in Tokio und enden am 5. September. Zuschauer sind wegen der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen nicht zugelassen. In den letzten Jahren wuchs die Zusammenarbeit zwischen Indien und Russland. Die neue indische Regierung wird trotz Druck seitens der USA S-400 Luftabwehrsysteme kaufen. Russland teilte mit, dass die ersten Lieferungen Ende dieses Jahres stattfinden werden. Das chinesische Außenministerium teilte mit, dass auf der 5. chinesisch-arabischen Messe in Yinchuan 277 Verträge im Wert von 165 Milliarden 600 Millionen Yuan abgeschlossen wurden. Verträge wurden in den Bereichen Elektronik, saubere Energie, Medizintechnologie, organische Lebensmittel, Internet und Tourismus vereinbart. Nach ihren Siegen gegen Rumänien, Schweden, Ukraine und Finnland bezwang die türkische Frauenvolleyball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase der EM am heutigen Dienstag auch die Niederlande und sicherte sich somit den Einzug ins Achtelfinale. Ursprünglich sollte in Kasachstan die Bevölkerungszahl 2020 ermittelt werden. Wegen der Pandemie musste das Vorhaben jedoch um ein Jahr verschoben werden. Im Oktober können die Befragten zwischen digitaler Datenerhebung und Hausbesuchen wählen.